Hier drin ist der Traditionalrasierer von Mühle plus ein paar Klingen. Ich habe das hier schon mal abgeklebt und hier die Rechnung entfernt mit meiner Adresse. Aber ansonsten ist hier alles im Originalzustand. Hier haben wir erstmal einen schönen Zettel. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Gern habe ich Ihren Auftrag bearbeitet und wünsche Ihnen viel Freude mit den Produkten. Und ja, das Ganze nochmal in Englisch. Und das ist, glaube ich, tatsächlich handgeschrieben. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Ich mag auch, wie ordentlich das hier einfach ja, schön gefaltet und verpackt ist. Jetzt gibt es eigentlich nur einen falschen Weg, das wahrscheinlich zu öffnen. So, viel Papier. Okay. Ja, sieht schick aus. So, so sieht das Ganze aus. Und oh, wie süß. Das habe ich gar nicht bestellt. Aber das gab es jetzt einfach wohl extra noch dazu. So ein Rasierpinsel. Ach, wie lustig. Und der ist auch ganz fein. Ja, okay. Und guck mal, wie klein der ist. Ja. Ha, wie lustig. Und ja, schön hier aus Holz. Mit so einer Schlaufe dran. Ey, wie süß. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. So, dann fangen wir mal hier an mit den Klingen. Rostfreie Rasierklingen. Stainless Razor Blades. 10 Stück. Ach, wie cool mit dem Code da drauf. Ich muss echt sagen, ja, mir gefällt hier, wie das designt ist. Also, richtig edel. Ich habe mir direkt mal 6 Packungen gekauft. Ja. Wollen wir mal eine testweise auspacken? Okay. Mühle Rasurkultur. Das sieht schon echt sehr edel aus. Auf beiden Seiten. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, ist da noch der Kleber drauf? Oder ist es verschmiert auch? Sieht man. Ja. Ist jetzt nicht ganz so schön, aber ist jetzt auch nichts zwangsläufig Schlimmes. Ansonsten ist es hier, glaube ich, so ganz dünnes Papier. Schön vorsichtig sein. Daran möchte man sich nicht schneiden. Genau. Aber ja, mir gefällt das. Ja, sieht cool aus. Haben wir auch 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, das hat alles funktioniert. Dann haben wir wahrscheinlich den Rasierer. Hier haben wir noch mehr Papier. Und noch mehr Papier. Ja, da kann man vielleicht noch Geschenke einpacken. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der so anfängt, diese Papiere und alles weiter aufzuheben. Das kommt alles in den Müll. So sieht das Ganze jetzt aus. Mhm. Hier nochmal mit, sogar mit Bildchen. Ja. Das ist Papier. Oder Pappe, ja. Es erinnert mich so ein bisschen an so diese großen Streichholzschachteln, wo man das jetzt so rausschieben kann. Aber ja, doch, es lässt sich rausschieben, tatsächlich. Es wirkt auch so edel. Also es sieht halt echt auch aus wie so Stoff. Und auch die Textur ist so. Ja. Es sieht echt cool aus. Oh, wie nice. Und ich glaube, den gab es auch noch mal in länger. Ich weiß nicht, ob das der einzige Unterschied ist, dann, wie lang der Griff dann einfach ist. Ja, also echt schön, schöne Aufmachung, muss man sagen. So. So sieht das Ganze dann aus. So öffnet man das. Oder? Keine Ahnung. Doch, ja, genau. Ah, hier steht auch noch was. Bitte Gebrauchshinweise beachten und Schutzpapier entfernen. Ach, wie cool, aber das. Also ich meine, das ist halt echt so ein Detail. Das muss man nicht machen, aber wenn es dann da ist, dann ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, kriege ich es jetzt auch wieder zusammen. Peinlich, wenn nicht. Ja, wie cool das auch hier dann aussieht, wenn man das dreht. Ja, sieht nicht nur auf der Kamera so cool aus. Genau, da kommt dann eben die Klinge rein. Und ja, gut, da hatte ich das jetzt gerade angefasst. Schick. Ja, liegt auch gut in der Hand, muss ich sagen. Also das Gewicht, gut, man müsste es jetzt beim Rasieren mal verwenden. Dann hat man eher ein Gefühl dafür, ob das passt oder nicht. Aber jetzt so, fürs erste Mal fühlt sich's gut an. Davor hatte ich tatsächlich von, was war es, Wilkinson, so diesen 3 Euro DM-Rasierer aus Kunststoff, den ich mir auch vor
3 oder 4 Jahren gekauft habe, der einfach bis jetzt gehalten hat. Aber ich wollte immer von Miele einen Rasierer haben und den habe ich jetzt tatsächlich. Was steht hier drin? Scharfe Klinge innenliegend. Wait. Ah, oh, ein Brief. Ach, einfach mit einer Klinge. Einfach schon mal mit einer Klinge. Wie cool. Das ist so nice, ey. Dass sie da noch eine reinmachen. Weil für jemand, der sich einfach nur den Rasierer holt, der hat dann direkt schon mal eine Klinge dafür. Und ja. Kann sich dann auch von den Klingen von Miele selbst überzeugen. Und hier, ja, nochmal die Gebrauchshinweise. Auch schön mit Bildern. Ey, echt cool. So wie man den ganzen Rasierer verwendet, in welchem Winkel, für was man ihn verwenden kann, wie das hier funktioniert. Ja. Aha. Oh. Ja, das soll man nicht tun. Okay. Ah, und es gibt auch so eine extra Schutzkappe. Die kann man auch extra kaufen. Ja, um, wenn man den Rasierer irgendwie einpackt, um die Klinge nochmal besser zu schützen. Ja, okay. Das ist hier alles auf Englisch. Ist dann die. Diese Seite. Ist das alles auf Englisch? Warte, bin ich gerade verwirrt? Nee, ich glaube, das ist alles auf Englisch. Okay, die Gebrauchshinweise sind komplett auf Englisch. Gut, bin ich zum Glück mächtig, zumindest im Groben. Das kriege ich nie wieder zusammen, egal. Okay, so sieht das Ganze aus. Da sind die Klingen und da nochmal der kleine Pinsel. Sehr süß. Genau, das ist es gewesen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Rasierern, außer dass diese Safety Razor ziemlich nice sind. Wie gesagt, verwende ich schon so einen von Wilkinson seit 3, 4 Jahren. Aber halt in mindester Qualität. Aber selbst das war schon gut. Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich jetzt damit. Lustigerweise hat der Paketmann, hier sieht man mich so ein bisschen, yay, genau dann geklingelt, als ich eben mit der Rasur fertig gewesen bin, um mir das zu bringen. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich erstmal wieder ein paar Tage warten.